Liebe Followerinnen und liebe Follower, schöne Grüße hier aus dem Europastandort in Straßburg. Ich hatte diese Woche Besuch aus Sachsen-Anhalt. 55 Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter kamen vorbei und haben mit mir hier vor Ort über meine Arbeit gesprochen und sich selber ein Bild gemacht, wie die Arbeit hier im Parlament ganz praktisch abläuft. Wir haben diese Woche gleich in zwei Dingen gefeiert. Zum einen 30 Jahre Erasmus-Programm, an dem viele Hunderttausende Jugendliche teilgenommen haben. Und was ein guter Erfolg ist, um Europa zusammenzubringen. Und ein anderer praktischer Erfolg, der von allen miterlebt werden kann, ist die Abschaffung der Roaminggebühren. Ab dieser Woche gibt es in den EU-Staaten keine Roaminggebühr mehr. Und von daher gute Urlaubszeit, gute Reisezeit auch auf Arbeit mit besserer Kommunikation. Hier sieht man, dass praktische Europapolitik auch und gerade mit dem Parlament gestaltet wird. Ab dieser Woche bin ich für die deutsche SPD der Vertreter für den Bereich Sicherheit und Verteidigung. Die Europäische Kommission hat uns hier ein Papier vorgelegt, in dem sie 500 Millionen ab 2020 für die europäische Rüstungsindustrie, für die Rüstungsforschung haben möchte und für die Tüchtigung auch Equipment zu kaufen und sozusagen aufzubauen. Und das ist ein Bereich, der wichtig ist, der aber durchaus noch einige Fallstricke hat und dem ich mich jetzt komplett widmen werde. Das Ganze steht unter der Überschrift Europäische Verteidigungsfonds und es ist eine langjährige Forderung der SPD, dass es zu einer europäischen Zusammenlegung und gemeinsamen Nutzung von Rüstungsgütern im Sinne eines sogenannten Pooling und Sharings kommen muss. Damit legen die europäischen Mitgliedstaaten Ressourcen zusammen und sparen langfristig Geld. Und zudem stärken wir den europäischen Zusammenhalt unserer Mitgliedstaaten. Es kann aber aus meiner Sicht nicht sein, dass Mittel aus dem EU-Haushalt für die Unterstützung der europäischen Rüstungsgüter veranschlagt werden und gleichzeitig aber die Kompetenzen für die Rüstungsexporte auf nationaler Ebene belassen werden. Das Europaparlament muss dann eben auch bei den Rüstungsexporten der mit den EU-Mitteln entwickelten Waffen mit einbezogen werden. Und Europa muss sowieso die Rüstungsexporte massiv einschränken, um unsere Verleihung des Friedensnobelpreises als Kontinent auch endlich gerecht zu werden. Herr Juncker hat gestern gesagt, dass wir den Erwartungen unseren Bürgerinnen und Bürgern nach mehr Sicherheit gerecht werden müssen. Nach meiner Meinung ist, wie die Umfragen zeigen, auch die Erwartungshaltung zu erfüllen, dass die Rüstungsexporte massiv reduziert werden müssen. Darüber hinaus fehlt in diesem Vorschlag der Ansatz und eine finanzielle Untersetzung, wie die durch den Pooling and Sharing notwendigen Konversionsprozess von Rüstungs- in Zivilproduktion nun auch erfolgen kann. Wir müssen industrielle Kompetenzen für unsere zivile Industrie nutzen und den Erhalt der Arbeitsplätze sichern. Auch dadurch würde sicherlich die Zusammenlegung der europäischen Verteidigungsproduktion unterstützt werden und mehr Unterstützung eben auch in den Mitgliedstaaten bekommen. Soweit heute hier aus Straßburg. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Informieren Sie sich zur Europapolitik gerne über meine Webseiten, über Social Media oder über diesen YouTube-Kanal und schreiben Sie mir, wenn Sie eine Frage haben.